Guido und ich sind auf einem Date. Und du störst uns. Das tut mir jetzt aber sehr leid für dich. Mein Name ist Mai Sakurashima. Ich würde dieses ganz normale Leben gerne noch einmal leben. So gern. Ich bin sicher, euer Vater ist erleichtert, das zu wissen. Hat mir allein der Anblick von Yukihiras Gesicht gereicht, mir die Laune zu verderben. Du Unmensch! Also ist es doch wahr. Du bist kein Mensch. Halten Sie den Mund. Sie sind der Verbrecher, nicht ich. Red kein Stuss, dass ich süß sein soll. Was treibst du da? Nicht weinen. Hör auf, Tatsumi. Du bist doch ein Mann. Immer wieder denselben dummen Fehler. Inia, so ist es doch, oder? Langsam wird er faul. Ich hab mir nie gewünscht, so krank zu werden. Oder so zu leiden. Ich bin 12. Wir sind also gleich alt. Würdest du Kagome lieb grüßen von mir, wenn du sie siehst? Ein Mangel an Serotonin vernebelt den Verstand, weißt du? Ich habe überhaupt keine Schmerzen. Nun sitze ich hier immer noch mit meinem Geschenk rum. Aber wegwerfen kann ich es auch nicht. Und viel stärker. Die Göttin des Mondes. Du musst leben für die Frau, die auch dich über alles liebt. Bist du einverstanden, so zu sterben? Wirklich? Das ist nicht wahr. Das ist ein Traum. Ein Albtraum. Willkommen zurück, Shu. Ja, danke. Du bist mir total im Weg. Jetzt beweg dich endlich und steig ab. So nervig. Mensch, pass doch auf. Oh, verdammt. Was, wenn die Kamera kaputt gegangen wäre? Dann lass mich nie wieder alleine. Nein. Sowas habe ich im Leben nicht gehört. Ja, du weißt ja, wie Männer sind. Für die ist jedes Nein ein Ja und jedes Vertrüllt eine Liebeserklärung. Ich kann es kaum erwarten, den anderen zu erzählen, dass du hier bist. Marin, ist alles okay? Ach, Männer sind solche Babys. Jetzt müssen wir es mal halten. Alex. Ich weiß, dass es nicht stimmen kann, weil du mir wieder geholfen hast. Ranma, wie viele Finger habe ich hier? Willkommen, meine verehrten Herrschaften. Mein Name ist Betsy. Jetzt habe ich den Mut, der mir die ganze Zeit gefehlt hat.